Die Stimmung auf der diesjährigen Expo Real war wieder einmal außergewöhnlich. Noch besser war die Stimmung am 6-Before-7 Stand, denn man ist auf Expansionskurs mit Fokus auf Deutschland. Wir haben jetzt schon mit Büros in Düsseldorf, Berlin und bald in München ein sehr schönes Portfolio in Deutschland, haben gerade ein sehr schönes neues Büroprojekt in Offenbach begonnen. Wir haben derzeit ein Development-Portfolio von ca. 1,5 Milliarden aufgeteilt, davon ca. 2/3 in Österreich und 1/3 in Deutschland. Ich glaube, wenn wir so ein ausgewogenes Development-Portfolio Deutschland-Österreich haben, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Am Wiener Markt legt die 6before7 ihr Hauptaugenmerk auf das spannende Stadtentwicklungsprojekt Alternquartier. Die Städte, die Großstädte schreien immer mehr danach, nach Verdichtung und. Und daher haben wir uns als 6before7 nicht nur mit einer Quartiersentwicklung bis jetzt auseinandergesetzt, sondern mit mehreren, auch kleineren, aber unser größtes ist Alternquartier. Der erste Abschnitt ist schon fast fertig, Altern Park, dann kommt der Abschnitt vorne, der Refurbished-Teil, wo also ganz einfach wieder Büros und Hotel hineinkommt. Und dann der dritte Teil ist der mittlere Teil, wo ein Neubau stattfinden wird. So ein Großprojekt will durchdacht finanziert werden. Wir arbeiten ja prinzipiell in drei Ländern, aber gerade das Projekt Alternquartier, das da hinter mir ist, hat, glaube ich, gezeigt, dass wir auf der Bankenseite ein Konsortium mit österreichischen und mit deutschen Banken aufgestellt haben, die in der Größenordnung, glaube ich, selten Projektfinanzierungen finanzieren. Ich glaube, in der Komplexität des Projektes und auch in der Größe einer Projektfinanzierung gibt es nicht viele in Österreich, die in dieser Größenordnung sind. Und wir sind sehr stolz, dass wir das auch mit diesen Banken zusammengebracht haben. Am deutschen Markt hat man sich mit der 6before7 Germany bereits breit aufgestellt. Ein kleiner Projektüberblick und die Kernmärkte Deutschlands. Wir konzentrieren uns auf 4 Kernmärkte. Das ist zum einen Frankfurt, das ist zum anderen Düsseldorf, Berlin und München. Ja, mit unserem ersten Eigentumswohnungsprojekt sind wir gerade in der Fertigstellung, nämlich das ist unser Inntower. Ansonsten Berlin und München haben wir aktuell jeweils 2 Projekte. Und jetzt für die Zukunft werden wir uns unseren alten Hauptmarkt, nämlich Düsseldorf, fokussieren. Am bereits etablierten österreichischen Markt werden die Liegenschaften zwar knapp, man ist aber mit starken Projekten im Bereich des Refurbishments auf dem richtigen Dampfer. Wir haben sehr gute Projekte in der 6before7. Das einzige Problem oder die einzige Situation, mit der wir uns beschäftigen, ist das rare Gut, die Liegenschaften zu bekommen. Ich glaube aber, es wird auch in Zukunft mehr in Refurbishments gehen und nicht mehr in die Greenfield Developments. Und das wird auch die Herausforderung in den nächsten Jahren. Und wir in der 6before7 haben bereits einige Projekte als Refurbishment-Projekte aufgesetzt, wie unser Projekt Alternpark in 240 Wohnungen rund. Und die werden wir dieses Jahr, Ende des Jahres, übergeben. Im Bereich des leistbaren Wohnens versucht man mit neuen und alten Ideen wieder Platz für mehr Lebensraum zu machen. Frei nach dem Motto, Sharing is Caring. Wir haben bei unserem neuen Projekt Open Up am Wiener Hauptbahnhof eine Idee entwickelt, die heißt Leihschrank. Das heißt, auf jedem Gang befindet sich ein Kasten, wo ich einen Akkubohrer, einen Staubsauger, eine Leiter mir ausborgen kann und damit in meinen eigenen 4 Wänden dafür keinen eigenen Kasten brauche. Ich habe auch eine weitere Idee. Wir machen die Waschküche attraktiv für die Bewohner, indem wir auf jedem Gang einen eigenen Waschschrank machen mit Waschen und Trocknen. Und die dritte Möglichkeit, die wir hier angedacht haben, ist eine Küche, eine Loggia-Küche, wo die Leute den Raum buchen können, eine wunderschöne Küche mit einem schönen Tisch haben und ihre Gäste einladen können, damit das Wohnzimmer selber für den privaten Rückzugsbereich ist, aber die Freunde, das Gemeinsame in einem anderen Raum stattfinden kann. Die 6before7 ist also weiterhin auf Expansions- und Erfolgskurs mit interessanten neuen Projekten und Ideen.